Es war einmal eine kleine Familie. Sie bestand aus drei Mitgliedern: dem 10-jährigen Bosse, seinem älteren Bruder Viktor und einem alten Stoffhasen, den Bosse liebevoll nach seiner Oma benannte, Lilly. Kurz nachdem Bosses Eltern beschlossen, in einer hölzernen Kiste spurlos zu verschwinden, kam Oma Lilly zu den Kindern als Geist zurück, um auf sie aufzupassen. Bosse war jedoch der Einzige, der sie sehen konnte. So, das reicht für heute. Du musst ins Bett. Lies mir noch einmal das Buch vor. Ach, Bosse, nerv mich nicht. Es war wirklich ein anstrengender Tag. Nur noch einmal vorlesen, bitte. Na gut, aber diesmal wirklich zum allerletzten Mal, ja? Oder zum vorletzten Mal. Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, da lebte ein kleiner Junge glücklich bei seiner Familie. In unserem Fall heißt er Bosse und sitzt mit seinem Bruder im Bett und liest die Geschichte, die Viktor zu einem Schriftsteller machen sollte. Doch das Schicksal hatte etwas anderes vor. Nachdem seine Eltern starben, wagte Viktor einen Versuch, all dies in einem Kinderbuch zu verarbeiten. Doch als alle Verleger es ablehnten, schloss Viktor nicht nur das Buch, sondern auch seine Fantasie und Träumerei, um den Ernst des Lebens entgegenzutreffen. Dass sich die Probleme schon sehr bald häufen werden, ahnen die beiden Jungs noch nicht. Ach, Bosse, dass du immer so rennen musst. Oh, bitte, bitte ein Glas. Nimm ein Glas. Aha. Bin ich hier richtig? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Du musst Bosse Freison sein, nicht wahr? Ich möchte deinen Bruder sprechen. Der ist nicht da. Wen soll ich melden? Melden? Jetzt hör mir mal gut zu, du kleiner Rotzlöffel. Wenn ihr nicht innerhalb der nächsten 3 Tage eure Restschulden bezahlt, dann wird euer Haus verpfändet. Und du kommst zu Madame Rasputin. 3 Tage. Sag das deinem Bruder. Denn so viele Jahre hatte Mr. Fies schon auf diesen Tag gewartet. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß ja nicht, woher Sie kommen. Aber den kleinen Jungen Angst einzujagen, war nicht meine Absicht. Hören Sie auf, mich zu belästigen. Und gehen Sie bitte. Sie sollten sich schämen. Ich soll der Familie helfen. Sind Sie wirklich von den Stadtwerken? Jetzt halten Sie endlich Ihren Mund und verschwinden Sie, bevor ich ungemütlich werde. Buh! Obwohl Bosses Opa ein liebender und fürsorglicher Vater war, hatte er einen Makel. Trank er zu viel, wurde er geschwätzig. Und so kam es, dass Opa Freyson in einer Minute der Unachtsamkeit dem tückischen Mr. Fies von dem großen Familienschatz erzählte. Und hinterließ Mr. Fies ohne Vorsicht nicht nur ein Indiz, sondern auch eine Spur. Mr. Fies hörte nie auf zu suchen. Egal, wo dieser Mann mit den schlechten Manieren herkam, eines war klar. Wenn Viktor den ganzen Tag arbeitete, lag das Schicksal der kleinen Familie in ihren Händen. Was soll ich
denn auf einmal so viel Geld herkriegen? Na, Stöpsel? Huhu. Wir suchen den alten Familienschatz. Ach, Bosse. Opa hat sein halbes Leben damit zugebracht, den Schatz zu suchen. Und er hat uns nur ein paar Hinweise hinterlassen. Wir müssen schon einen realistischeren Weg finden, unsere Schulden zu bezahlen. Das ist einfach unrealistisch. So viel Geld und 3 Tage. Wir müssen es versuchen, Viktor. 3 Tage ist doch unrealistisch. Nein, Bosse. Such du deinen Schatz und ich hol uns da schon irgendwie raus. Ich weiß nicht, Bosse, ob Opa überhaupt etwas hinterlassen hat. Er hatte doch solche Angst, dass irgendjemand anderes den Schatz vor ihm finden könnte. Wir müssen nur suchen, Oma. Ich weiß nicht, Bosse. Endlich. Jetzt hab ich sie. Oh, Kinder. Wie durchschaubar. Worauf reibt sich dein Name, Niklas? Ja, richtig. Sie führen uns direkt dorthin. Unsere Suche hat ein Ende. Wir sind reich. So unermesslich reich. Tja, dann können wir uns nur noch auf Viktor verlassen. Da fehlt doch Opas Trickkarte. Was? Naja, die mit den Laubbäumen. Ach so, die. Was ist denn jetzt? Boah, ist der Wald schön. Ja, ja. Ich weiß. Also, wenn wir es richtig gedeutet haben, müsste unser nächster Hinweis da drin sein. Hm, siehst du, wie auf der Trickkarte. Dein Opa nannte diese beiden immer die Zwillinge im Tannenwald und empfand sie als etwas Besonderes. Aus wie auf der Karte. Mhm. Oh. Mach auf. Oma, ah, was ist das? Unser Stein. Euer Stein? Ja. Komm mit! Komm! Komm! Tuba Rono, mag ich nicht Rotikan hier? Tige? Mag ich nicht Rotikan hier? Mag ich nicht Rotikan? Okay? Okay, bye, danke! Friesen! Moment. Besser. Friesen, was gibt's heute? Ich wollte nochmal nachfragen wegen meinem Vorschuss. Ihr Vorschuss? Was ist mit dem? Ich hatte doch schon mal gefragt, ob ich vielleicht einen Vorschuss haben könnte. Einen Vorschuss? Ja. Friesen, sind ja ein guter Mitarbeiter. Aber ein Vorschuss, das ist zu viel. Nee. Und mein Buch? Ihr Buch? Friesen, Sie wissen, dass Sie kein Autor sind, sondern nur eine Putzkraft? Und außerdem, Herr Friesen, sollten Sie unbedingt mal wieder Haare waschen. Herr Friesen, danke. Viele Klettpflanzen.
Das ist so lange her. Was heißt L und Oma? Das heißt doch nicht L und Oma. Das heißt Lili und Owe. Schau. Was machst du denn da? Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Jetzt aber schnell, ab nach Hause. Müssen wir sofort Victor zeigen. Geben Sie noch mal her. Danke. Ah, die Kindergeschichte. Mit Happy End, ja. Ja. Ich möchte nur, dass Sie mein Buch veröffentlichen. Herr Freyson, Sie gehören zur stärksten Konkurrenz von uns. Da kann ich nicht viel für Sie tun, ja? Und entschuldigen Sie mich. Schatz gesucht. Ach, Bosse, du solltest lieber mal anfangen, dein Zeug zu packen. Ja, aber wenn wir den Schatz finden, müssen wir von hier nicht weg. Oh, Bosse, wir haben verloren. Wie immer. Wir können doch nicht einfach... Doch, wir können. Und jetzt ist Schluss. Morgen hast du dein ganzes Zeug gepackt. Wir müssen hier weg. Raus. Aber... Raus! Was war nur los im Hause Freyson? Musste das Schicksal ihnen schon wieder einen Streich spielen? Victor war wohl zu weit gegangen, denn als sein Chef erfuhr, dass er bei der Konkurrenz war... Du bist gefeuert! Raus! Das läuft ja wie am Schnürchen, Ignaz. Schon morgen gehört uns der Schatz. Wir sind reich. Er hat schon lange nicht mehr geschrien. Ach, es geht ihm eben nicht gut. Zeig doch mal den Zettel aus der Flasche. Meinst du, wir finden was? Ach, das werden wir dann schon sehen. Ach, das ist ja ein Empfangsschein. Und der alte Laden ist ganz in der Nähe. Morgen nach der Schule gehen wir sofort hin. Ja, das machen wir. Er ist schon mindestens seit 10 Jahren geschlossen. Das ist nicht fair. Oh, na sowas. Guten Tag, Madame. Madame? Ich heiße Sophie. Aha, ich bin Bosse. Woher hast du das? Wir suchen einen Schatz. Wir? Meine Oma, die steckt hinter dem Hasen. Und ich. Oh. Das ist unsere letzte Spur, die wir gefunden haben. Seid wohl etwas zu spät. Ich weiß. Deswegen sind wir auch gescheitert. Der Pfandschein, der gehört zu der Kette. Vor genau 63 Jahren, 4 Monaten, 6 Tagen, 3 Stunden, 24 Minuten und 33 Sekunden betrat ein Mann namens Owe Freyson den Laden eines gewissen Björn Kjelling. Als er betrunken zu viel erzählte, packte ihn später die Furcht und die Reue. Aus Angst, der Mann, dem er alles erzählt hatte, könnte seiner Familie etwas antun, brachte er die Kette in Sicherheit.
Sie kamen ins Geschäft und Björn Kjelling versprach, dieses Stück nur Ove oder seiner Familie zurückzuverkaufen. Die Kette sollte nie wieder das Pfandhaus verlassen, bis zu dem Tag, an dem der Laden schloss und die Kette an seine Nichte weitergegeben wurde. Der Laden hat meinem Opa gehört. Das ist doch das von der Truhe. Was? Wir müssen sofort nach Hause. Ich helfe euch. Mein ganzes Leben lang trage ich schon diese Kette und habe mich immer gefragt, zu wem sie doch gehört. Ich muss mit. Komm, wir schaffen das. Victor darf uns nicht erwischen, sonst sperrt er mich ein. Er sperrt dich ein? Aber mit Milch und Keksen. Das ist das Zeichen von der Kette. Ja. Ja, dann müsste es doch da drin sein. Nee, da gehe ich nie in meinem Leben rein. Ach komm schon, da wird schon nichts Böses drin sein, ha? Okay. Und? Sehr schön. Haben wir ihn endlich gefunden? Victor kommt gleich und rettet uns. Dein armes Brüderchen liegt flach wie ein Spiegelei auf dem Küchenboden. Ich wusste, als ich dich in das Haus rennen sah, hier stimmt was nicht. Du bist ein richtiges kleines Schlitzohr. Sie werden damit nicht durchkommen. Oh doch, das werde ich. Niemand weiß, wo ihr seid. Ihr musstet wegziehen, euer Haus verkaufen, weil ihr Schulden hattet. Und ich werde mir mit dem Lohn meiner langjährigen, ehrlichen Arbeit euer Haus kaufen. Aber das soll alles rauskommen. Es muss ja niemand wissen, dass es euer Schatz war. Wir werden das schon heil überstehen. Was ist mit Victor? Tja, was war mit Victor? In Bosses Augen war sein Bruder immer sein heimlicher Held gewesen. Doch wo war er jetzt? Was hatte Mr. Fies mit ihm angestellt? Schatz, nichts Böses an. Hallo. Hallo.
Zum Schatz! Los! Tja, und was sagt man jetzt dazu? Gold. Ihr fragt euch sicherlich, was dann passiert ist. Weißt du, ich möchte so gern zu Opa. Dies hier ist einfach nicht mehr meine Welt. Ich hab dich lieb, Oma. Sagst du das Opa auch? Ja? Ja. Oma Lilli konnte endlich zu ihrem geliebten Mann. Denn ihre Arbeit auf der Erde war getan. Viktor fand an dem Tag des Schatzes mehr, als er für möglich gehalten hätte, denn schon bald zog Sophie bei ihnen ein. Und unser Bosse bekam neben Sophie noch eine Frau, die sich um ihn kümmerte. Denn Fräulein Rasputin entpuppte sich als die beste Köchin der Welt. Mr. Fies kam ins Gefängnis und auch nie wieder raus. Der Schatz allerdings wurde in einen Verlag investiert, den Viktor mit seiner neuen kleinen Familie von da an führte und die schönsten Kindergeschichten schrieb und verkaufte. Alle mit Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.